Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Minecraft Life in the Woods. Wir wollen, oder ich möchte, ja passt, ich dachte schon, ich versink jetzt gerade. Ich möchte uns einen Weg zum Meer da drüben durchschlagen. Und ja, das liegt mir schon länger am Herzen, damit wir dort, oh ich muss essen. Puh, hätte ich fast wieder übersehen. Damit wir da bequemer zu unserer Angelstelle hinkommen. Jetzt hab ich schon gedacht, mir hat da was geschupft, ey. Und die hauen wir auch noch rein. Ja. Damit wir hier bequemer... Habe ich gerade gerülpst? Du Ferkel. Keine Manieren. Ich habe keine Manieren. Es tut mir leid. Aber gar keine. So. Was wollte ich sagen, damit wir eben leichter zu unserem Strand da hinten gelangen tun, um fröhlich fischen zu können. Und es wird schon wieder dunkel. Es wird schon wieder dunkel. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Nicht nur im Real Life. So. Ich würde sagen, auch mal so wieder. Ein bisschen wechseln. So. Dann auch hier vielleicht mal so. Da so. Ja, ja. Dann hat man hier quasi noch so und da auch noch. So. Dann wäre es vielleicht auch gut. Wo ist meine Fackelschule hin? Ein Matschball. Von dem haben wir eh so wenig. So. Die sind schon bald lästiger als Erde hier, ne? So. Ja, na, jetzt freust du dich. Schau mal. So. Machen wir auch ein bisschen Licht. Da so im Eck. Ja, ich glaube, das geht. Und hier so im Eck. Damit wir auch vor allem den Weg zurückfinden. Ich tue mich da ja etwas schwer. Ah. Oh, Matsch. Schöner Matsch. So, es wird echt schon ganz schön finster. Jetzt ist die Frage, wie mache ich das jetzt am besten? Es wäre schon gut, noch ein Stück darauf. Noch ein Stück. So, 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 so. Schleim, 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 Schleim. Boah, da können wir buddeln, bis wir schwarz werden. Und ich muss jetzt vor allem jetzt wieder aufpassen. Die Gefahr, dass ich hier gleich verhaut werde, ist groß. Ich werde da mal so eine 0815 Stufe dann so, ne, machen. Ich denke dann noch so ein Stück rüber und dann gleich da drüben. Da müsste es schon passen. Dann haben wir wenigstens da mal einen brauchbareren Weg. So, die lasse ich natürlich stehen. Die Dinger hier. Boah, ich krieg immer da... Ich bin immer leicht nervös, wenn ich das Rauschen höre, ne? Ah. So. Soweit haben wir es ja schon mal. Dann würde ich sagen... Zack, hier auch wieder ein Licht. Ein bisschen, ja, so schräg hin vielleicht. Können wir auch machen. Da wird es natürlich ausschauen, ne? Denke ich mal. Dab, dab. Zwei. Eins, zwei, drei. So vielleicht, ha? So im Schrägen. Passt das? Ich hoffe. Warte, ich fülle das mal ein bisschen aus. Damit ihr euch auch ein bisschen vorstellen könnt, wie ich das denn wieder meinen tue. Okay, ich habe keine Erde. Ich wollte es jetzt schon zweifärbig, zweifärbig machen. So. Dann. Na, hoppala. So, das war keine Absicht. Schaut das doof aus? Ich hoffe nicht. Ist, glaube ich, zum... Ah, falsch. Den wollte ich nicht verhauen. Nicht weghauen. So, warte. Mach mal kurz so und so. Wo ist der Erdblock? Futsch. Den habe ich erfolgreich zerstört. Bravo, Zocki. So, wieder ein bisschen Licht. Jedenfalls so halt rüber, ne? So, so, so. Und dann sind wir auch schon hier bei unserer geliebten Angelstelle. Wo ich schon mal da bin. Möchte ich hier gerne ein bisschen Sand mitnehmen. So, ich hoffe, das schaut noch okay aus. Hier vielleicht noch ein bisschen für unsere Scheiben, ne?
So, 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 so und so. Und hier vielleicht noch ein bisschen. So. Da. Und hier. Und ein Creeper kommt. Komm her, du Gradler. Jetzt sauft er ab. Himmelsseiten. Da ist noch einer. Du Mistfink. Ich mag die Creeper nicht. Jawohl. Muha. Alter. Seehafer. Genau, was man mit dem machen kann, ich habe überhaupt keine Ahnung. Hafer. Hafer ist eigentlich auch ein Getreide, oder? Kann man daraus nicht auch Mehl machen? Oder ihn vielleicht als Ersatz für Reis verwenden. Das wäre super. Haben wir jetzt Ruhe? Ich würde gerne ein bisschen fischen, ehrlich gesagt. Haben wir noch Platz? Ja. Kommt da der Zombie? Da kommt der Zombie. Und die Klapperskelett auch noch. Komm, Fisch schneller. Wenigstens ein Fischi. Hallo? Fisch? Fischi? Ja, kommt da. Wusch. Super. Okay, der ist weiter weg. Da haben wir noch Zeit. Da drüben ist auch niemand. Vielleicht geht es noch ein, zwei Fischilis aus. Das wäre supi. Alter, Alter, Alter. Ach, der schaut aus, als wenn er gleich hinter mir steht. Fischi, Fischi, Fisch. Ich muss was essen, sehe ich gerade. Ich bin ziemlich fertig. Jawohl. Was haben wir denn da Gutes? Aha, hiniges. Fleisch, kann man das essen? Gras, na, das dient nur als Farbstoff. Scheiße. Dann werde ich den rohen Fisch schnell verfuttern. Damit wir nicht ganz sterben. Nur halb. Und noch ein bisschen fischen. Wir brauchen noch ein paar. Boah, ey, der Hunger ist echt übel, ne? Da kommt immer näher. Oh, Skelett ist auch da. Boah, jetzt wird es Zeit, dass wir abhauen. Komm. Jawohl. Schon wieder so viel zum Essen. Das ist wieder weiter weg. Das schaut voll komisch aus. Da schaut es aus, wenn er ganz nah wäre. Oh je. Ich glaube, ich gehe jetzt heim. Wo war jetzt schnell mein Rückweg? Da kommt der nächste Zombie. War vielleicht doch keine so schlaue Idee von mir. Wo ist das Skelett hin? Vielleicht haben wir Glück und bei uns ist schon das Essen fertig gewachsen. Der da hinten hüpft durch die Gegend. Der Ding ist weg. Der scheint weg zu sein. Boah, ich brauche Fisch. Ah, es ist Buggy, ne? So. Hä? Hör auf. Jetzt. Komm, Fisch. Fischi, Fisch, Fisch. La, 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 ba, ba. Oh, es wird schon wieder hell. Echt jetzt? Die ganze Nacht durchgefischt. Die Baumwolle habe ich auch vergessen anzupflanzen. Ich bin so ein... Was? Kuhschubser. Wir haben Leder geangelt? Das war ein Lederfisch. Ja? Mhm. Eine ganz seltene Sorte. Der Lederfisch besteht nur aus Leder. Ja, genau. Roher Karpfen. Sehr gut. So, die nächsten Fischis. Den Grabstein wollte ich auch schon weghauen. Zocki, Zocki, mach mal was. Ich mache immer das Gleiche, ne? Jeden Tag. Sehr spannend, es tut mir wahnsinnig leid. Wenn wir schon mal da sind, werden wir vielleicht, werde ich vielleicht doch jetzt mal bis zum Abend ein bisschen fischen. Wenn ich es aushalte, so lang. Und dann noch einmal einen Baum schlachten, wäre nicht so schlecht.
Für Holz, damit wir daheim weiterbauen können. Ich habe die Schere nicht mit, ne? Vergesst, was ich gesagt habe. Ich fische das noch ein bisschen rum, damit wir nicht verhungern. Und dann gehen wir heim und kochen uns die Fische, also braten uns die Fische. Und dann, ja, muss ich schauen, dass ich noch irgendwie Wasser mit heimkriege. Aber das müsste kein Problem sein. Normal kann ich es jetzt von der einen Pfütze da mitnehmen. Das müsste passen. Dann ganz schnell die Baumwolle anpflanzen. Was war denn das jetzt? Die Baumwolle anpflanzen und dann können wir normalerweise schon ein Bettchen bauen. Ne? Das müsste ja auch gehen mit den Baumwollfasern, oder? Ich hoffe, dass das dasselbe dann ist, Wolle und Baumwolle. Dass wir da ein schönes, flauschiges Bettchen bauen können. Das wäre ganz supi. Dann werde ich mir auch ein Reisebett vielleicht mitnehmen. Jawohl, Fischi. So, und der letzte Fisch, glaube ich. Oh, wie viel haben wir? Drei, dann haben wir vier Fische. Ich hoffe, das passt. Vielleicht ein fünfter noch. Geht sich's aus von der Gesundheit her? Ich hoffe. Wenn wir zurücklaufen, auch noch müssen. Warten, bis es gebraten ist. Könnte schon wieder zu spät sein. Komm. Ja, vielleicht einmal noch. Ich werde jetzt gierig, es tut mir leid. Nervös und gierig und alles. Ja, dann haue ich einfach einen Baum aus dem drüberen Wald weg, vielleicht. Und in die Mine wollte ich auch noch. Alter, wenn du da 2, 3 Stunden Minecraft spielst, hast du nichts erreicht. Nix. Echt. Nix. Ich habe so, also so ein bisschen Schiss, Panik nicht unbedingt, aber ich habe halt Sorge, dass euch hier zu langweilig wird. Aber es ist ja ein Bau- und Survival-Geschichtel hier eigentlich, ne? Also, ja, da wir hier keinen Fernseher haben zum Fernsehen schauen oder uns um Kinder kümmern müssen, ja, ist es halt nun mal so, ne? Kann man uns quasi hier doch Zeit lassen. Auf jeden Fall möchte ich gerne noch den Sand einschmelzen. Das auf jeden Fall also zu Glas machen, das wäre auch eine feine Geschichte für schöne Glasscheiben. Dann sieht es nicht mehr so schlimm. Jo. Da 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 da. Bin immer ein bisschen nervös. Und Schluckauf habe ich auch schon wieder. Entschuldigung. Das kommt vom Kaffee. Komm, komm. Ja, da kommt er. Fischi, Fisch. Jawohl. So, zahlt sich noch einer aus? Wir halten doch mehr aus, gesund, also hungermäßig, als ich gedacht habe. Wahrscheinlich, wenn der eine weg ist, dann wird's brenzlig. Wer schwimmt denn da unten? Ein Rochen. Aha. Fischi, Fischi, Fisch. Wo ist denn das Fischi? Boah, da können wir viel braten. Freut mich schon. Freu mich, freu mich. Na, wo ist er denn? Ah, da kommt er. Da kommt der Fisch. Wupp. Jawohl. Was ist denn das eigentlich? Jellyfish. Herzhaftes Häppchen. Aha. Jo, ich glaub, zwei hätten wir noch Platz. Drei sogar. Ah, na, nichts mehr. Aus. Gesundheit ist schon im, am und um den Arsch herum schlecht. Also machen wir den Abflug. Wo muss ich denn jetzt lang? Ach hier, genau, ich war noch nicht fertig. Stimmt. Jetzt muss ich da, da und so und da und so und hier. Und da ist unser Weg. Jawohl. Schaut aber nicht so. Ups, ich schleiche, Entschuldigung. So, laufen kann ich nicht mehr. Ich bin schon zu hungrig. Ich hoffe nur, ich krepiere da jetzt nicht. Das wird bitter. Na, Händel, alles gut? Ja, schaut gut aus. Ein Ei hat es leider nicht für uns. Sollte ich mal kurz was essen? Ich will nicht sterben. Vielleicht verputze ich eine Forelle. Einfach mal so roh. So, Schmatz. Passt. Jetzt sind wir ein bisschen geschützt. Können wir laufen? Ich glaube nicht, ne?
Diese Haken da. Aus denen werde ich auch nicht schlau. Wofür sind die? Ich habe das noch nie. Achso, warte mal. Das waren für die Truhen, ne? So war das. Ich erinnere mich gerade. Man möge es nicht glauben, ich kann mich erinnern. So, jawohl. Mm, yum, yum. Super, das läuft viel besser. Schau mal, Blüten. Blüten. Oh, schöne Blüten. Schöne Blüten, schöne Dinger. Ja, ja, fein, fein. So, dann gehen wir kochen. Ja, ich spinne halt hier und da mal. Das ist ganz normal. So, Fischbraten. Was können wir da reinschmeißen? Ja, sind wir schon fertig. Wo habe ich das Ding da eigentlich reingelegt? Keine Ahnung, weiß ich auch nicht mehr. Ich hatte doch mal schon so einen Haken. Oder? Da ist er. Ich bin nur blind, das ist alles. Kann man den stapeln? Ja, das ist schön. So, den Schleim kann man da reinstopfen. Der Rest wird jetzt gerade eh verkocht. Was ich mit dem ganzen Matsch anfangen soll, ich weiß echt nicht. Ich kann nur wieder diese Matschrüstungen bauen. Ja. Deren Sinn und so weiter, ne? Kann man aus Matsch Ziegel machen? Das wäre auch so eine Geschichte. Zum Bauen vielleicht. So, und so. Und wir gehen jetzt mal futtern. So. Jam, 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 jam. Jam, 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 jam. Ja, das ist schon besser. Mhm. Das ist schon besser. Ich freue mich, der Garten. Der Garten wächst, die Bitte ist so schön. Ja, mhm. Baumschlachten wollte ich auch noch. Ja, ja, das wird schon was. Das wird schon was. So, der Fisch ist auch fertig. Dann tauschen wir gleich um zum nächsten Fisch. So. Zack. Jam, 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 jam. Ich soll doch vielleicht mal diese Früchtchen hier zwischendurch vernaschen. Jam, jam, jam. Hm. Sehr, sehr gut. Also mir gefällt das schon, das mit dem Baumhaus. Ich habe ganz vergessen schauen, ob das von außen schon gut ausschaut. Entschuldigung, das habe ich total vergessen. Verzeihung. So, der nächste Fisch. Die tun wir jetzt aber nicht mehr essen. Die tun wir jetzt aufsparen. Am besten, glaube ich. Und, richtig, bevor ich es nochmal vergesse, ich wollte die Baumwolle machen, ne? Die Wollebaum. Die Wollebaum. Wie mache ich das denn? Am besten das nochmal ausreißen. Hier wäre schon schön gewesen, das zuzubauen. Und ich mache hier einfach so einen kleinen Dümpel noch. Das könnte ich machen. Oder... Oder... Geht das? Hab ich noch Erde? Ich habe alle verbraucht, ne? Ja, ich habe alle Erde verbraucht. Das ist wieder mal ganz schlau gewesen, Zocki. Ganz schlau. Eine Gurke opfern. Warten, bis sie fertig gewachsen ist. Eine Gurke vielleicht opfern. Oder schnell Erde holen. Ich gehe Erde holen. Ist besser. So, bis ich mal was weiß, was ich will, ne? Ich gehe kurz Erde holen. Irgendwo lässt sich schon was wegbuddeln. An Erde. Hier vielleicht. Ich brauche hier gar nicht viel. Aber das ist wieder dieses komische Erdendings, ob das auch geht. Ich hoffe. Ich lasse es mal bei... Wie viel brauche ich ihn eigentlich? So. So vielleicht. Ich lasse das mal so. Ich hoffe, das passt. Sonst sicherheitshalber die vielleicht mitnehmen und stattdessen die hier bauen. Ist vielleicht besser. Toll, jetzt ist meine ganze Erde weg. Ach, Hopfenkatsch. Warte, den Grabstein wollte ich auch noch. Mal angenommen, ich mache den jetzt hier weg. Wie werde ich sterben? Muss ich sterben? Na, nicht so. Ah, der ist schon leer. So. Und? Ist doch nicht leer?
die matschige Rüstung. Ach, du Heilige. Die habe ich gar nicht bemerkt. Entschuldigung. Die kann ich gleich anziehen eigentlich, ne? Die habe ich gar nicht bemerkt. Ich bin so doof. Entschuldigung, bitte. Entschuldigung, tausendmal. So, so viel zu meiner Erde. Die verbrauche ich hier schon wieder. Das ist wieder typisch Zocki. Also das ist echt fürchterlich mit der Alten. Das ist nicht zum Aushalten, die blöde Kuh. Ja. So, ich will nur mal was probieren, aber ich glaube nicht, dass man mit Kies, dass das funktioniert, oder? Wo ist mein... Halt! So doch nicht. Ich will das Dingens haben. Wo ist sie denn? Ah, die Hake habe ich sogar mit. Bin ich bescheuert? Das war jetzt keine Frage zum Beantworten, bitte. Na, das klappt nicht, weil es eine Art Kies ist. Okay. Gut zu wissen. Das heißt, eher hier. Ich probiere einfach mal. Jawohl, das klappt. Das klappt sehr gut. Mhm. Dann werde ich hier einfach die Baumwolle mal anpflanzen. Wo haben wir die denn? Baumwolle, da haben wir sie. Bis auf 1. Nehmen wir mit. So. Das müsste jetzt wirklich klappen. So und so. Jawohl. Weil die Baumwolle brauchen wir. Die brauchen wir auf alle Fälle. Für das Bettchen zum Bauen. Jo. Es ist wieder dunkel. Was brauche ich noch? Mei, schau aus. Als hätte ich mich im Schlamm gesuhlt. Ach ja. Im Schlamm gesuhlt. Rarara. Für bessere Haut, ne? Sanfte, zarte Haut. Ist ja nicht so, dass ich mich nichts dabei denken, du. Wo tun wir das? Ach, da haben wir eh schon was. So. Oh, puh. Ja, puh. Was noch? Das Schießpulver kommt. Schwarzpulver, Schießpulver. Ja, ich bin auch so ein Schießpulver. Das kommt hier mal hin. Und dann haben wir noch Holz. Jo. Weggefressen. So. Okay, das geht noch nicht. Bin ich zu voreilig? Ja, ja. Das ist typisch ich. So, wo kriegen wir jetzt am besten... Wie kriegen wir... Ich glaube, Holz ein bisschen hacken. Dass wir die Stämme kriegen. Die unverarbeiteten. Ui, da schau, was da wächst. Das brauche ich auch noch. Diese Dinger. Und was ich auch brauchen kann, ist ein größerer Baum. Ein sehr viel größerer Baum. Mhm. Ah, da ist er. Okay. Ich werde meine Fackel hinstellen. So, damit ihr auch was sehen tut. Sagt's Bescheid, wenn ihr den Creeper seht, ne? Halt. Was nehme ich da? Wohl passt. So. So. Ich will nämlich gerne ein bisschen weiter bauen, ehrlich gesagt. Ich hätte die Schere mitnehmen sollen, ich blöde Kuh. Ich brauche das Laub auch. Weißt was? Ich glaube, ich gehe nochmal kurz rauf dann. Und hol mir dann schnell die Schere. Ich glaube, das gehe ich wirklich schnell machen. Ui. Ja. Ich will hier rauf. Danke. Hüpf. Und dann müssen wir halt mal, wenn es passt, noch in diesem Aufnahmesession, sagen wir schlucken nebenbei, mal ein bisschen Stein holen, so Bruchstein. Dann können wir uns schon die ersten Treppen bauen. So, was wollte ich jetzt? die Schere wollte ich holen. Meine Schere, komm her, komm zu Mama. So, dafür tun wir die weg. Ja, machen wir das mal so. Aufteilen. Ich glaube, das. Ich glaube, das passt so. Den Eimer lasse ich vielleicht auch da. Ja, den brauchen wir derweil eigentlich auch nicht. Das Glas lasse ich. Oh, apropos Glas. Warte mal. Das wird ja nebenbei gehen wieder. Ne, essen. So, und braten. Und ein bisschen Dings noch nachlegen. So ist gut. Was?
Das klappt nicht. Warte kurz. Roe Jellyfish. Aha, der geht nicht zum Braten. Ja, ist logisch irgendwie. Qualle, was kann man mit dem machen? Warte mal. Roe Jellyfish. Ich schau mal. Ich hoffe, ich schreibe das jetzt richtig. Roe. Da ist er. Jellyfish. Was macht man damit, bitte? Schleimball. Aha. Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück. Tut mir leid, ich habe aus Versehen den falschen Knopf gedrückt und die Aufnahme beendet. Hab aber die Aufnahme inzwischen wieder gestartet gehabt und hat sich irgendwie von selbst wieder ausgeschalten. Also quasi hat es jetzt gar nichts aufgenommen. Was ich gemacht habe, ist einfach hier diesen Baum geschlachtet. Wir haben auch, Moment, ich zeig's euch, hier das ganze Laub. Dafür ist die Schere kaputt gegangen. Ich habe 3 Zombies besiegt und bin einmal an Hungertod gestorben, weil ich wieder mal vergessen habe, darauf zu achten. Ja, und das war's auch schon, was passiert ist. Tut mir sehr leid, 5 Minuten fehlen noch zu der vollen Beendigung dieses Partes. Und das werden wir auch machen. Ich werde das jetzt hoffentlich sauber hinkriegen. Weizengras. Oh, Moment mal. Kriegt man da Weizensamen? Busch. Gras. Ich habe es wahrscheinlich kaputt gemacht. Muss man das auch mit der Schere machen? Weil ich es gerade sehen tue, ne? Weizengras. Das wäre echt cool, wenn man... Feuchtes Gras. Aha. Wahrscheinlich muss das auch mit der Schere geerntet werden, ne? Wahrscheinlich habe ich jetzt die einzigen Weizengräser, die es hier gibt, vernichtet. Ja. Ich glaube, ich probiere es dann das nächste Mal, wenn wir eine Schere haben. Sicherheitshalber. Weizengras, das wäre echt cool, wenn es das typische Gras ist, mit dem man dann später Weizen anbauen kann. Das wäre echt cool. So, der Baum ist weg. Das gefällt mir gerade, das passt. Ich hau da jetzt wieder mal ab. Ich möchte ein bisschen nach Möglichkeit bauen. Das ist alles kein Weizengras, ne? Na, das habe ich wahrscheinlich schon wunderprächtig versemmelt. Ja, ja, das kann ich mir auch lebhaft vorstellen. So, dann geht's hier wieder rauf. So, dann schauen wir mal, kann man wieder Essen ernten? Jawohl, der hier will auch schon. Nein, wie schauen wir hier aus? Die Baumwollpflanze wächst noch nicht zurecht. Hier herüben schaut es besser aus. Die Weintrauben kriegen auch schon langsam Früchte. Und der Salat? Oh, schaut auch nicht so schlecht aus. Glas ist fertig, das freut mich sehr. Und ich werde einfach mal was essen. Yum, yum, yum. Vielleicht nicht den ganzen Fisch, sondern noch mal einen Apfel zwischen. Vielleicht eine Beere noch. So, den Rest würde ich gerne mal ein bisschen bunkern, ehrlich gesagt. Hier so Gemüse und Früchte und so weiter. Den Jellyfish, den kann man eigentlich gleich verarbeiten, ne? Zu dem Schleimball. Dann ist der auch weg sozusagen. Dann kann man den schon mal hier reinschmeißen. Genauso auch wie das Leder. Was bist denn du? Achso, das war so ein Ding. Das Zeug haue ich auch mal weg. Ranken will ich gern behalten. Was haben wir da? Gras. Ja. Salzwasser. Algenhülle. Und... Aha. Ja. Dann würde ich sagen, Werkbank. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 16 Stück. So, genau 16 Stück waren es sogar. Und dann dachte ich mir, so vielleicht? So vielleicht. Und dann mittendurch so ein Gang vielleicht? Da haben wir ja eins frei, wo wir dann, das schaut doof aus, ne? Zu unserem kleinen Balkon hinkämen, täte tun. Ja, täte. Und für den Fall, dass das halt auch klappt, wollte ich das hier eigentlich auch so machen.
So. Huch. So. Langsam. So, die Fackel noch aufheben, wenn es passt. Jawohl. So. So. So und so. Und da halt wieder mit Holz. Wo ist es denn? Da ist, glaube ich, das Holz. Nein, das ist der Stamm, ne? Das ist der Stamm, den brauche ich nicht. Ich will den da haben. So. Und so. Und dann von drüben her. So, so, so und so. Und langsam, nichts kaputt machen. So, so und so. Und dann eben von oben drüber das Laub. Wow. So in circa in etwa habe ich mir das vorgestellt. Ich glaube, das geht. Sicher ohne Shader schaut das Glas jetzt fürchterlich aus. Jo, aber so circa in etwa wird es mir halt gefallen. Siehe, das Eck, da kommt noch weg. Also das Holz hier, das muss ich raushauen. Das kann ich eigentlich gleich machen. So, da kommt eben die Scheibe hin. Dann kommt hier. Theoretisch kann ich hier nochmal die Scheibe bauen. Und die Kiste muss ich halt dann mal woanders hinstellen. Da habe ich auch nur eins. Stimmt, da gehört auch noch eins weg. Oder ich lasse extra mit Absicht hier mehr, dass wir hier quasi Küche haben und dass man dann hier quasi rausklupschen kann. Das kann ich auch, eigentlich könnte man das auch machen. Jo. Ein bisschen hier ist Glas. Das gefällt mir gut wegen den Pflanzen. Ja, dann würde ich sagen, wir sammeln noch ein bisschen Holz oder so. Ich werde das auch mit Absicht jetzt mal irgendwo reinlegen. Hier vielleicht. Okay, der ist voll. Der ist voll. So, hier vielleicht. Oder warte, bauen wir uns noch eine Kiste. Das kann man machen, ne? Noch eine Kiste bauen. Hier. So, mit dem hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, da. So, Kiste gebaut. Damit wir hier gleich so anschließen können. Ja, dann haben wir da mehr Platz. Dann bunkere ich einfach mal unser hart erarbeitetes Holz. So. Und so. Halt so. So. Und den Dreck behalte ich. Ist ja wirklich Dreck. Ist ja Erde. So. Und dann würde ich sagen, das passt auch. Wir haben noch eine Harke. Würde ich sagen, machen wir noch so und so, damit das Glas nicht verschwindet. Und ich muss fischen gehen. Ich müsste dann eigentlich fischen gehen. Bist du eigentlich schon erntereif? Nö. Jo. Und dann so schön langsam wird es vielleicht was. So, da es jetzt ja Nacht wird. Weißt was? Es wird Nacht. Wie ich vorhatte, gehen wir halt einfach bauen. So, ich weiß, das war jetzt eine Meisterleistung von mir. Wieder einmal, ja, ich weiß. Ja, mir fehlen selbst die Worte. So. Ich wollte nämlich auch mal, wenn wir so ein Schüsselding haben, ne? Noch eins höher. Ich glaube, das kann ich probieren. So vielleicht. Wenn wir so ein Schüsselding haben. So und so. Ich komme irgendwie nicht fertig mit dem Reden. So, warte mal kurz. So. Und dann wollte ich eigentlich mal für mich festhalten. So. Ah, das war zu tief. Wurscht. Also so. So, so und so herum. Wollte ich das eigentlich mal bauen. So. Also um den Stamm herum, dass den keiner sieht. Und dann hier, jetzt darf ich hier nicht zubauen, sonst komme ich nicht mehr runter. So, einfach mal so voll machen. So. Und dann hier halt nochmal so, versetzt halt nochmal so eine Schicht drauf. So wirklich mit einem weiter nach innen. Ich hoffe, ihr könnt es euch vorstellen, wie ich das meine. Und dann hier vielleicht da so ab dem Punkt nochmal eine kleine Etage drauf für eine Art, ja, Schlafzimmer, Wohnzimmerbereich, so in der Art. Also ja, so ungefähr, circa in etwa, stelle ich mir das gerade vor. Runter da. Natürlich, hüp, muss ich hier draußen nochmal um eins weiter raus. Ich hoffe, das schaut jetzt nicht scheiße aus, weil ich muss das Eck drüben freilassen. So, warte. Um Gottes Willen.
So, das ist perfekt. Genauso wollte ich es haben. Aber genauso. Jawohl, mit einem immer schön rein. Nur der da unten gefällt. Ja, ich nehme ihn. Jo, geht, glaube ich. Oder da noch ein Laub hin. Und da halt eins hin und dafür hier nicht mehr. Würde eigentlich auch, würde gehen, glaube ich. Es soll ja nicht zu 100% symmetrisch sein, sage ich mal. Ist ja auch ein Baum. Der wächst ja auch nicht kerzengerade, ne? Jo, das tun die nicht. So. Ich bin jetzt ein bisschen langsam, Entschuldigung. So. Ruck. So und so. Und hier müsste auch noch einer her. Und dann brauchen wir den da. Ja, das passt so, genau. Huch, langsam. So, die erste. Dann war das hier. Glaube ich. Uah. Dann hier. Da. Ich glaube, so passt das. Glaube ich. So, so und. Ach ja, eins drunter noch, ne? Hier so. Da muss auch noch eins hin, genau. Richtig. Boah, ey. So, langsam. Ich habe Angst, dass ich in den Tod stürze. So, so. Ja, das schaut schon besser aus. So und so. Und so und so. Und so und so. Und hier und das. Und so und so. Und hier und das. Und normalerweise hier. Huch, jetzt leckt er wieder. Was machst du? Oh, der Part ist zu Ende. Entschuldigung, mit Überlänge. Ja, und so sollte es eben rundherum einigermaßen mal gebaut werden aus meiner tollen, Sicht. So. Und eins noch, ne? So. Und ja, dann soll das hier irgendwie mal zu einem prächtig schönen Baumhaus mutieren. So. Oder werden. So. Na, ja. Ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video hier schaut. Sorry für die Überlänge und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!